Hallo Leute, hier ist wieder MaceMage und heute stelle ich euch die Concorde vor. In meinem letzten Flugzeugvideo habe ich euch die TU-144 vorgestellt und heute werde ich euch die Concorde vorstellen. Die Concorde war auf der ganzen Welt das zweite Überschallpassagierflugzeug und ja, kommen wir zu den größten und berühmtesten Teil dieses Flugzeugs, nämlich der absenkbaren Nase, wie bei der TU-144, um die Sicht des Piloten zu verbessern. Der Erstflug dieser Maschine war am 2. März 1969. Insgesamt wurden 20 Stück produziert und ja, weiter geht's. Schauen wir uns das Flugzeug mal ein bisschen generell an. Das Flugzeugmarke, von der ich dieses Modell habe, ist British Airways. Es flog auch unter Diensten der Air Force. Weiter zu sehen ist hier das British Airways Logo. Es gab insgesamt 6 Türen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ja, schauen wir uns mal das Flugzeug von unten an. So, wie ihr bereits seht, hat das Flugzeug 4 Triebwerke. Um genau zu sein, ist es ein Olympus 593er Rolls-Royce-Triebwerk mit Nachbrenner, um die enormen Geschwindigkeiten zu erreichen. Der Nachbrenner konnte aber bei der Concorde, anders als bei der TU-144, während des Überschallflugs abgeschaltet werden und das Flugzeug konnte eine Zeit lang den Überschallflug halten. Ja, wie ihr bereits sehen könnt, ist dieses Flugzeug von der Marke Gemini Jets. Keine Werbung an der Stelle. Das Flugzeug hat insgesamt 3 Fahrwerkteile. Nein, hat es nicht. Nein, es hat 4. Ein Rad hat es auch hinten. Warum hat es ein Rad hinten? Na ja. Wenn die Concorde abgehoben ist, hatte sie immer sehr spitze Abhebwinkel. Und dass das Concorde hier hinten keine ernsthaften Schäden während eines Flugs erleidet, gab es dieses Rad, das, wenn die Concorde abgeflogen ist, hinten ein Rad gab. Ja, das ist sehr effizient gewesen, aber meistens wurde es jedenfalls nie gebraucht. Zur Qualität dieses Modells. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es ist wie meine TU-144 aus Metall. Bis auf das Fahrwerk. Dieses aus Plastik und auch ein Teil des hinteren Triebwerkes, um genau zu sein, das und das hier. Und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr so geduldig zugehört habt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt noch Spaß. Zauberhaften Tag. Mace Mitch.